Hallo, hallo. Ich werde gleich ganz kuschelig-muschelig aussehen. Wow. Hallo, Panja. Wie geht es dir? Ich hoffe, dein Abend gestern hatte... Oh, fuck, ich muss mir mal schreiben. Kuschelig-muschelig, ja. Alter. Ah, meine Haut brennt. Hardcore. Ich muss ganz viele Sachen, die ganz viel Kuschelzeug haben, hier zum. Ne? Dingens, dann noch eine Decke. Mir ist heute scheiße kalt und ich muss eben noch abschreiben. Zu einer Freundin. Das war vergessen. Habe ich schon mit der geschrieben, dann hat sie heute Geburtstag. Ja, mir ist sehr kalt. Ha, hier, kuschelig-muschelig, die habe ich vorhin gefunden. Und es ist echt perfekt, weil die Hände werden da nicht kalt. Und wenn ich dann zeichne, habe ich keine Palm-Rig. Also dann hat mein... Na, dann geht das auch ganz fix. Das geht auch ganz gut. Und meine Haut brennt. Weil die sich gerade pellt und oh, brennt das hardcore. Also ich habe eine Creme drauf und deswegen brennt es. Also brennt die Creme gerade. Und jetzt gucke ich mal gerade was an. Deswegen glänze ich auch so schön. Ich habe, wie gesagt, deinen Tag gestern. Creme. Jo. Guck mal, du hast ein kleines Kringelchen. Warte eben, einmal. Funktioniert mein Kreativ-Ding? Warte, ich wechsle einmal. Sag mir mal kurz, ob du mich noch hören kannst, wenn ich jetzt wechsle. Wow. Okay, ich wechsle zurück. Kannst du mich noch hören? Könnt ihr mich hören? Die Szene habe ich nicht überarbeitet. Ja, gut. Oder nicht? Ich muss. Wieder weg. Ganz schnell. Ich finde das ja mit Window. Windows. Spawn ist es nicht. Ich öffne mal das Programm, Moment. Ah, Slate. Wenn die Musik zu laut ist, einmal auch bitte sagen. Ich hab, ist es jetzt das hier? Ja. Guck mal. Meine Malstation. Mal kurz für mich leiser. Ich habe jetzt endlich mal wieder angefangen, was zu machen. Und dazu gehören halt auch die. Jetzt muss ich noch ein Window machen. Warte. Bildschirmaufnahme. Nicht mehr. Gehen. Achtung, es geht nochmal so. Da habe ich nämlich. Ich weiß, es ist sehr unsortiert, aber scheiß da drauf. Dinge getan. Da. Sowas. Kann man nicht sehen. Ja, gut. Gut, man kann es nicht sehen. Wenn man meine Adresse kann. Ganz gut. So, da. So komische Kringel. Das ist jetzt für 6 Monate. Ich habe endlich mal die Abzeichen gemacht. So sieht das denn groß aus. Das ist was anderes, was da. Ah nein, das ist das, glaube ich, 3 Monate. Das ist 2 Monate. Und das ist ab 1 Monat. Base. Das sind so Kringelchen. Hat jetzt der Panda auch schon, ne? Ja. Und ich werde dann die Nachricht eben mal entheften. So, dann ist es nicht mehr angeheftet. Und einmal kurz gucken, wo ich die angefangenen Sachen hingelegt habe, die ich fertig machen wollte.
kennt man ja gar nicht, ne? Also man malt ja gar nicht und macht Sachen und hat überall seine Sachen. Ich würde mich gerne endlich Emotes fertig machen. Und dann muss ich noch kurz durchgucken. Die? Oder habe ich noch andere? Wir können auch einfach mal. Warte. Sind denn. Das die? Nee, das ist was anderes. Auch was anderes. Ey, wo habe ich denn meine Skizzen gespeichert? Help! Meine Skizzen sind irgendwo. Das nennt sich Künstler. Skizzen? Was? Überall. Lass mich mal kurz gucken. Ich hab's ja letztens noch gesehen, die können nicht weg. Ich hab's wahrscheinlich irgendwo reingeschrieben. Nein! Weißt du was? Ich bin gerade am Sortieren von meinem ganzen. Von meinem ganzen Kram. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich die Sachen hingelegt habe. Klingt gut. Wir machen aber auf jeden Fall gleich weiter. Das ist nicht, also es wird auf jeden Fall gemacht. Ich werde auch gleich zeichnen. Ich muss eben nur meine Skizze finden. Die ich irgendwo hingetan habe. Mensch. Ah! Habe ich jetzt einmal die Inspiration und die in Ordner? Scheiße. Das ist ja super. Hast du gut gemacht, Errol. Das ist wirklich toll. Orientieren, sortieren, was? Mein Hirn ist gerade durch wie so ein PDF. PNG, PDF für euch. Na. Oh Mann. Das ist mir unangenehm. Warum finde ich das denn jetzt nicht? Alter, das ist nicht okay. Nicht okay. Das würde ich so. Lull. Ja. Na. Errol ist verwirrt. Der hat sich Verwirrung selbst verletzt. So könnte man das echt nennen. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Wo ist mein Zeug? Errol! So geht das nicht. So geht es nicht. Warum findet Errol ihren Sohn nicht mehr? Ich habe die letztens noch gesehen. What the hell? Ich fühle mich gerade nur ein bisschen doof. Sorry. Also, es ist hardcore. So, hä? Wenn du was einsortiert hast, aber es nicht mehr findest. The fuck? Ich will jetzt nicht raus. Genau! Ich bin so doof manchmal. Hab alles dokumentiert, hab alles auf dem Computer, aber unsortiert. Und dann denkst du, ah, oh, da hast du ja letztens sortiert, ne? Hast du ja gesehen, das Teil. Wo hast du das hingetan? Wo hast du das hingesteckt? Das ist nicht. Ja, ich scroll gerade durch meine Daten durch. Ganz schlimm, ganz schlimme Daten. Aus meiner Uni, das kann ich da nie. So alt ist das jetzt nicht. Errol. Bitte. Dann müssen wir nochmal miteinander reden. Da muss halt der Vertrag auch nochmal erneuert werden. So geht das aber nicht. I hate that. Auf meinem Google. Habe ich das vielleicht zufällig auf Google gespeichert? Ach ja, Errol, du bist holo, holo, holo. Ja, gut, das ist. Keine PDFs, ich dachte, wie geht. Nein, wir das nochmal runter. Komm. What the hell? Warum? Pass auf, morgen finde ich sie wieder, wenn ich nochmal versuche zu sortieren. Erste eben runter, Mario. Ah, ja.
Dann können wir sie bitte einfügen? Computer. Kannst du das bitte für mich tun? Nein, nein, geht nicht. Computer will nicht. Okay, dann mache ich mal kurz auf meinen Desktop. Ja, perfekt. Gut, dann fängt das Sortieren wieder an. Wir packen das wieder in den Desktop. Und nachher ist es wieder verschwunden. Genau so wird es sein. Kann ich das einfach open? Open, please. Desktop hoch. So. Da. Hype ist nicht dabei. Hype ist auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, dass ich das verschmalt habe. Aber das Herzchen wollte ich halt unbedingt haben. Und ich habe die eingescannt. Ich habe sie eingescannt. Ich weiß einfach nicht mehr wo. Gut vorbereitet. 10 von 10. Warum? Vorgefunden mit dem Haustürschild. Gehabt. Ich mich durch Resize. Nochmal, ja, ich bin manchmal sehr stur. Guck dann doch nochmal. Warte. Warte. Dann nimmst du so den Ordner so und dann ist es nicht mal von dir gezeichnet. Oh. Okay, so geht das nicht. Ich bin hart enttäuscht. Von mir selber. Aber das Herzchen-Ding, da würde ich halt super gerne zeichnen. Nur, what the hell, wo ist es hin? Warum gebe ich mir eigentlich die Mühe, scanne was ein und dann finde ich es nicht mehr? Vielleicht ist das was falsch einsortiert. Kann ja auch passieren, ne? Dass sowas passiert. So. Edmoch, doch. Ja, Errol gibt nicht auf und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht. Sucht immer weiter, bis es irgendwann doch gefunden hat und das Stream verwendet wird. Kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt alles. Nein, das wird nicht passieren. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall zeichnen. Und dann denkst du so, ja, die zeichne ich noch. Und dann, wo sind sie hin? Where are they? Es sollte eine Umarmung sein und die ist sehr, sehr schlecht gezeichnet. Ich hab's gefunden. Es war sogar richtig einsortiert, aber da es ein PDF ist, kann man, gut, wird man das nicht richtig sehen. Warte mal. Jetzt hat sie das geschlossen. Weil die sind gerade hier, ne? Und dann habe ich auch noch das Hype drin. Siehst du, da ist das Hype bei. Das sollte sich animieren. Das sollte tanzen. Das ist so ein statisches Hype. Und die sind besser. Weil das ist dann gerade und das andere ist schräg. So kann man das nicht nehmen. Sind alle so ein bisschen schräg und abfotografiert. Nee, das geht gar nicht. This is not possible. Wie, kann ich das öffnen? Kann ich dies öffnen? Moment. Ich heiße weiß ja schon jeder. Aber trotzdem. Ehrlich. Dann habe ich es extra nochmal runtergeladen und hat das richtig einsortiert. Bin doch stolz auf mich. Aber ich habe es halt hier in Inspiration oder so scheiß reingetan. Das heißt aber, Emotes gibt es im August 2022. Öffne das einfach mal. Geht das? Left and from left. Geht das? Gut, geht das? Kann das Programm? Das Programm kann es. Und macht irgendwas daraus. Es macht oh mein Gott, das Programm kann Seiten? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ja. Und dann kommt dieses Herzi. Herzi, komm her.
me copy you. Please. Wenn man Sachen rausbindet aus dem... Ach, man kann die Seite öffnen. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Cool. Okay. Okidoki. Das ist wirklich nice. Okay, wir fahren dann mal die Seite nach. Ribo! Und dann... So, machen wir das mal. Dann mache ich jetzt mal meine Skizze fertig. Ja. Und auf der Seite kann man ja also sehen, was wir noch brauchen. Wir fangen jetzt mit dem Herz an. I need a pen. Thank you. Machen wir schwarz. Nee, machen wir. Okay. Einfach so zum Sehen. Und dann fangen wir mal. Ich fange mit dem Herzchen an und. Funktioniert geil. Gut, aber ich muss hier narrow. Come on, Frey! Atokirina Friustri, subscribe for 13 months. Ere Love. Ere Love! Da kommt ein neues Ere Love! Cookie, ein neues Ere Love. Soon there will be a new Erelove. Gut, ne? Ja, viel Spaß bei Overwatch. Danke für den kleinen Mini-Lurk. Dankeschön. Ich werde gerne nochmal deine Abzeichen angucken, die ich gebastelt habe. So. Ich bin gerade auch im Lurk bei ihr. Ich hoffe, das hat gezielt. Okay. Ich bin jetzt einmal kurz nochmal so frei. Und das ist das Schöne, wenn man mal nicht spielt. Man kann einfach raustappen ohne Probleme. That's the nice thing. Ah. Jetzt machen wir weiter. Entspanntes Zeichnen mit entspannten Menschen. Also heute wollen wir entspannt sein. Dann sollen die Skizzen auch endlich mal fertig sein, ne? Schon wieder so machen, damit ich zoomen kann. Simplify this shit. Die Form vom Herzen, also wird die wohl relativ original bleiben. Also wie die Skizze halt. Wir brauchen ein paar mehr von den Hundis.
Cookies funktioniert das nämlich nicht. Kann ja nicht einfach alles umbiegen. Ne? Ist es halt nur so schieben. Aber für Schieben gehört halt auch. Und ich mag es auch ein bisschen, wenn es nicht so ganz symmetrisch ist. Nicken wir mal. Wenn die Spitzen so ein bisschen spitzer werden, kommt da halt auch noch ein Pünktchen rein. Ich würde sagen, das Herz ist gut. Ja? Das ist ja auch nicht viel. Die Eule ist eher das. So, dann machen wir hier, dass das Bett wird. Und zeichnen die Eule in einem wunderschönen Grün. Machen vielleicht auch die Brush Size a little bit smaller. Wird jetzt ein bisschen. Nochmal pro. Flügel. Wir eh gleich ein bisschen. Alles. Wie heißt das? Verfeinerbare Linien? Nenne ich das mal so? Ich hoffe, das sieht auch noch so süß aus, wenn es digitalisiert wurde. Das ist nämlich meist mein Problem. Ich finde die Skizzen einfach viel schöner als die digitalen dann. Das war gleich ein bisschen trennen, dass das Gesicht auf eine extra Ebene kommt und dann. Ach, können wir machen. Not that much simplifying. Ich muss mal ein bisschen simplifying. Simplifier ist einfach nur, dass es weniger Punkte sind. Und dann hat man ein bisschen mehr Kontrolle. Man kann die Punkte ja später immer wieder reinsetzen. Also am Anfang ist es aber wichtig, dass es weniger Punkte sind. Meiner Meinung nach. Ich meine, klar, weniger Punkte sind immer besser. Aber manchmal ist es halt praktisch. Ja, zum Beispiel hier, ne? Das endet dann in so einem ganz leichten Pünktchen und das ist auch sehr blöd. Wie wollen wir doch? Wie kam die kleine Eule? Eine ordentliche Eule. So. Sehr schöne Linien. Da müssen wir gleich noch eine neue reintun. Würde ich jetzt da hinsetzen. Nachher müssen wir das noch so machen, dass die Eule die Linie berührt. Ich kann die auch gleich wirklich erstmal auf extra Linien setzen, sodass der Körper von der Eule auf einer extra Ebene ist und das Gesicht, weil es sind schon viele Linien, die miteinander korrespondieren oder ineinander eingehen. Deswegen mache ich das jetzt mal so, dass die Flügel jetzt eins sind.
schneide ich aus. Und ich ziehe da hin. Dann haben wir schon mal eine neue Linie. Wir haben hier sogar auch ein. Welt eingefärbt, jetzt dann in einer anderen Farbe, damit ich hier sehen kann, welche Farbe hier so miteinander spielt. Ich werde immer sehr ganz, also meine Skizzen sind immer super bunt. Oder meine Art, Line Art. Und dann werden sie schwarz, dann geht's weiter. Also, Prozess ist da. Ja. Jetzt. Das muss ich auch festmachen, dass ich es nicht bewegen kann. Die hier auch alle auf eine neue Ebene packen, weil das ist halt Deko. Deko packt jetzt alles auf eine eigene Ebene. Ja, ich nenne die Federn Deko. Und nicht, ne? Halt. Ist halt was man nicht immer so. Dann kann man die auch immer ausblenden, damit nicht. Werden die alle nacheinander aufgereiht und eingebaut. Schnabel und die Augen müssen auf eine Ecke. Wird alles klappt. Und dann nachher kommen die halt wieder auf eine eigene, zusammengebastelte. Oh. Scheiße. Jetzt habe ich geandut und was war denn geandut? Edu. Und draußen geht wieder die Party ab, denn die Leute feiern wieder. Nein, die fahren einfach scheiße. Keine Ahnung. Das Gefühl, in dieser Stadt können so wenige Auto fahren und haben immer Unfälle. Okay. Hier ist mal gelb. Blenden die aus. Blenden das auch aus. Und der Schnabel. Schnabel ist schon ein bisschen hart vor. Hier ist er. Neu hier reingesetzt. Man nämlich auch. Ja, und dann bringen wir den gleich mit. Oder wir lassen den erstmal. Ja. Den da. Cut. Und perfekt. Machen wir weiter. Jetzt kümmere ich mich um die Palügel. Schön um die Flügel. Mann, schön. Spektrografiken sozusagen erstellen davon. Ganz schön smooth sind und so. Ich nicht. Die nicht kaputt gehen dadurch, was ich hier mache. Dann kann man halt die Linie auch später nochmal einfärben. Ich liebe dieses Spiel, dass man es einfach nochmal einfärben kann, ändern kann. Ich glaube, ich kann sogar den Brush ändern und ich weiß, sie sieht immer schön mein Kopf. Deswegen habe ich eigentlich geplant, die komische Eule da zu malen. Mal, so als VTuber. Und die malt dann, wenn wir sowas Schönes machen. Und auch nicht. Antworte ich später. Dinge. Machen wir das schön. Schön machen wir das hier. Herzchen halten. Ja, Herzchen halten. Was? Mann, ich komme nicht näher an meinen Tisch dran. Das nervt. Die connecten wir bitte und die einmal connecten.
sind connected. Dann können wir die auch fliegen. Ich hätte gerne Farbe. Ja. Ah, und wir setzen da gleich wieder rein, dann funktioniert es wieder besser. Ist klar, ne? Aber trotzdem. Hm. Halt immer entspannt. Wir machen das alles entspannt. Danke. Gut, dass da oben der Bildschirm halt ein bisschen anders angewinkelt ist, sodass ich das Bildschirm wieder anders sehe. Das ist auch Fakt. Weil, wenn ich jetzt einmal auf das Gesicht wechsle, das ist hier. Oh Gott, wie viele Ecken sind denn hier? Fängt die kleine Pausebacke nämlich hier hinter an. Die müssen wir einfach löschen. Wenn sowas ist, dann lösche ich das immer gerne. Oh ja, ich möchte immer noch bei hier die losen Enden wegmachen. So wie Fäden, wenn du Fäden hast, dann möchtest du auch Fäden wegmachen. Die nicht dahin gehören. In meinem Zeichen, keine Ahnung, kommen da immer ganz viele Linien hin und dann ist das immer komisch. Wir haben ein pausbäckiges Eulchen. Eulchen. Muss schon auch pausbäckisch sein, ne? So, dann machen wir noch einen dritten da hin. Wer denn gezeichnet gewesen? Ja, das ist mal so die Sache, wenn ich skizziere, dann schmiert man halt. Also ich schmiere sehr in meinen Skizzen. Deswegen finde ich die, glaube ich, auch sehr schön. Ich mag verschmierte Bilder. Vielleicht finde ich den linken Arm sogar, also den hier sogar besser als den hier. Ich muss den nochmal. Das Unpraktische ist halt, wenn man so viele Layer hat, man muss immer wechseln. Es ist nicht schlimm. Aber es ist halt schon ein bisschen nervig, wenn man eben was korrigieren möchte auf dem einen Ding und dann ist der aber auch anders und ich muss das alles zusammenfügen. Und ich hoffe, die Lo-Fi-Girl-Musik ist okay. Von den Hadouts, ja. Und gut, dass wir die kleine dicke Eule halt dabei haben. Dann sehen wir nämlich, wo die Linien eigentlich lang gehen. Theoretisch müsste es nämlich hier komplett einmal mit nach oben gehen. Weil es ist ja ihr Unterbau. Und sie hat ja die Flügel nur darüber, also müsste so dann aber komplett hier rein. Wahrscheinlich sogar in die Flügel irgendwie rein. Müssen wir noch gucken, ob wir das machen. Jetzt erstmal ungefähr gucken, wo wir das haben möchten. Ich würde einfach, was ich mache, ne? Ich hoffe, das ist viel für euch. Ich versuche jetzt nicht so laut zu sein, nicht zu schreien. Ich muss gleich gucken, wie ich das mit den Federn mache. Also mit den Flügelfedern, die sind ja ein bisschen anders als die normalen Federn. Vielleicht kann ich das ja einfach anders skizzieren. Dann geht das. Ja, dann einmal die Loose Ends löschen, die wir auch hier haben. Na, glaube ich. Naja, machen wir es so und dann machen wir das. Nee, das können wir nicht. Das geht nicht, aber wir können es hier machen. Und den moven wir nach oben. Den moven wir nach oben. Oder nach unten. Je nachdem, wie man es nennen will. Bisschen nur. Ein ganz wenig kleines bisschen nur. Ein ganz großes bisschen sieht das sogar. Wir gucken, ob wir das entwirren können.
Sehr schön. Muss man einfach mal rumtesten, ne? Ist ja klar. Alles geht nur mit Testen. Du kannst es halt auch wirklich nur rausfinden, wenn du testen. Test. Vielleicht habe ich nachher noch Bock auf was anderes zu spielen. Für die Leute, die sich jetzt schon lang. Ich hab gleich mehr gemalt. Ich schon mal die Loose Ends raus. So nenne ich die jetzt einfach mal. Heißen bestimmt nicht so. Ich nenne die so. Das hast du mal am Zeichnen. Also, ich mag Zeichnen, aber nicht das dumme am Zeichnen, sondern das dumme am Zeichnen ist, dass ich die ganze Zeit so sitze. Weil da mein Tablet ist. Ich muss das eigentlich gerade von mir haben, damit ich zeichnen kann. Und euch nicht die ganze Zeit meinen Kopf zeigen. Hallo. Anmalen kann ich wieder so weit weg. Ich kann ja mal versuchen, alles. Woche vor Weihnachten sozusagen, also vor ich in Weihnachtsurlaub gehe, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Aber ich einfach sag, über Weihnachten bin ich halt nicht am Stream. Weil dann bin ich bei meinen Eltern. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Hoffentlich. Ändert sich im neuen Jahr so viel. Ich möchte einfach nicht mehr, was ich hier gerade im Moment angebastelt habe, haben. Ich will einfach alles machen, das ist so schön. Aber jeder hat ja ein Päckchen, ne? Mein Päckchen ist halt mich sehr groß gerade im Moment. Ah, meine Augencreme. Viele Creme. Oh, Creme. Ah, die Linien sehen okay aus. Die möchte ich noch mal haben. Ich und meine wunderschönen bunten Linien. Siehst du, das ist das Problem mit jetzt den kleinen Kacklinien. Aber ich lieber nur mit zwei Linien hier. Okay. Dinge passieren hier. Also diese losen Enden, die einfach. Muss ich nochmal gucken, wie ich glaube, das ist einfach der Stift, den ich benutze. Der ist doof. Den sollte ich nicht mehr dafür benutzen, Linien zu machen. Denn der macht halt immer diese ausgefadeten, dünnen, schönen Linien, die man so in Kalligrafie braucht. Ach, mein Ohr. Ob ich es hinkriege, wie ich das möchte.
möchten wir so einen leicht offenen Mund darstellen, der doch macht. Das kriege ich, glaube ich, eher mit Schatten hin. Wie gesagt, das ist halt alles Anfang. Wir hätten immer mehr Sachen dazu. Für die hübschen kleinen Federn hier. Waren die denn eigentlich da? Und so, und dann brauchen wir gar nicht so viel. Mal nur zwei? Ach, das war das Falsche. Ah, das ist auch der Falsche. Hier war das der Äußere, das ist der Äußere. Äußere. Warum? Oh. 2, 2, 2. Hi, Schatz. Tuna ist auch dabei. Ja, Buh. Irgendwie glaube ich gerade, das ist das besser mit. Krickel den Krieg. Ja, das machen wir mit Krickel. Aber die Augen nicht. El August. Le Eutel. Otter. Loses Ende, loses Ende. Diese losen Enden, ne? Es heult. No. Hello, hello Vera, how are you? Sorry that I don't look at you. Now I look at you. I'm cold, look at my hand. I'm warm. Now I'm warm, I mean, I'm here and my flat is cold and then. Don't look at this. I'm trying to make my little owl more emote. And what did you do today? I hope you did well. And I hope you can hear me. Boogies! Boogie. Okay. What up, Boogie? Can you explain that to me? I'm old. I don't know anything anymore. Yeah, true. I was like chatting with her on Friday, and I was like, okay, I will wish her a happy birthday, in the morning immediately. And I was like, oh shit, you didn't do it yet. And so I wrote her, boogies. Okay, this is a boogie. Ah, yes, a hype thingy. This is boogies. Okay, cool. I have a hot poggies with a heart. Look at it. And I hope you have a nice evening. And maybe a good dinner or lunch. No, not dinner. Together. And I'm trying to do my chores with drawing. Hey, fucking loose end. Yep. Aww. Rosa is so cute. What the hell? Aww, that's cute. Little dinosaur or ring. I think a dinosaur, but I'm actually, I don't know. I'm just trying to draw a derpy owl here. Oh, I'm deleting shit. I'm deleting. Whoopsie. I deleted. Oh no, deleting is not okay. And I tried to don't have that much
points on my line. And now I need a new line because I removed it, sadly. No? Marker pen. Nope. This one working? This one? Okay, this is working. Little drink is Petternack. That's it. Oh my god. More, I want more. Show me more. What the hell? Oh, now I have to brush the size downy. Oh. My line is a little bit crooked. And my neighbors are annoying as fuck. Do you also have annoying neighbors? I have them. They annoy me as soon as I got here. I did it again! Delete it. More dragons. Right, yeah, dragons. I'm trying to get back my yellow line because it was the color and everything. Oh, I didn't have a yellow line. Nice! I didn't have the yellow line. Oh, yeah! Now they're flying around. That's not. There are more. But... No. I have to redo everything I did. I have to learn this program a lot more. Yes. Split line. Oh, I could just split it. Thank you. This line. Am I lazy? I will. Like, Debra, I need help. Maybe I should do like pause a Vera. Please tell me how this works. Why are you like this? It's a good better. Yeah. Okay. It takes so long to draw like this. I mean, make this wonderful line. Right now I'm working on vector lines to have my outlines. And then I will draw like poof on it. Below it, I mean. And it's so nice that you can move them around and stuff like this. Like this. And then I switched to normal drawing mode. Feathery. Makes no sense, but it's feathery. Feathery! Hey, ho, Illy! You can also draw vector lines instead of having to use the standard lines. What are the standard lines? I draw the first lines with the my normal pen. Hi Illy, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Just a pen on the vector layer. It will be a vector line which you can. Yeah, I did that. I'm drawing on vector lines. But I'm very tedious. I didn't like my lines, so I add new. No, I didn't know. That's not okay. You have to go. And because I used a pen, like this pen with the
this sharp end. This is like. Ja, weil geht es. Hab gerade bemerkt, dass ich. Ja, ich bin heute für Donnerstag, sonst hätte ich Donnerstag das Ding. Und dann war ich ja krank. Also, you can use. Yeah, that's true too. Where is it? Where is it? Ah, here. Like in this. I'm getting used to drawing again. Vera, I need help sooner or later. Be my teacher, Vera. Be my teacher. And I'm very slow, I know. I won't allow a bitch, but I saw what you wrote. Okay. I hope you didn't but kicked anything. No, it's fine. Yeah, slow is very fine right now. At least I'm drawing. And I also drawn. Where are they? Some stuff. Like, I finally did some batches for my channel. It's not very much. Extremely betchy, but betchy. Ach, dann freue ich mich. Ja, es war einfach so, ich habe, glaube ich, was Schlechtes gegessen und dann ging es mir einfach den ganzen Tag scheiße. Dann wollte ich nicht streamen, weil nachher hätte ich irgendwo hinrennen müssen und da wollte ich nicht. So. Wait. This is 6 months. 6 months, then 3 months, 2 months, and 1 month. And for 9 and the rest months, I want to have something else. But I'm not sure how or what, not how, what exactly. Yo, I think my. I'm not sure because of this. Maybe I have to draw it on. Because my out has like this white spot in the middle. Or lighter spot, not white. And. Sorry. Ich rede gerade viel Englisch, sorry. Aber du verstehst es ja auch. Ja. And now. We will. Do we merge them? Yeah, that merged. Merged. Still like my normal thing. But okay. Did you get the star? No? I will start with. Okay. I think I'm still used to Adobe because in Adobe I think you could unlock it with clicking on the lock. I forget this. I forget this all the time. And now I switch back to not just the window and the drawing. What is the drawing? Now do the simply thing and he's not. Ah! Now I'm stuck in English, I'm sorry. Nah, that's too much. Hast du
viele, unglaublich viele Insel. Yeah, seeing you color better there. You don't have to hopping around. Okay. Ja, soll eine Mut. Yes, Vera. It will be an emote, like a heart emote, because I don't have heart emote or an hype emote, and yeah. I'm very lazy and... But I sketched them. And it's too dark. Fuck. It's too dark. I need better color. Better color. Out of the gift. Why do I use blend? I love you. Multiply. Ah, multiply. This was the property screen. Was the screen? Ready screen? No, not screen. Overlay fair. Nope. Nope. Darken color burn. Lighten. Maybe lighten. Do I draw? No, I don't draw. Okay. Multiplay is still be too many fucking pencils and I don't. What is this one? Oh, that's the problem. I have to think. I'm stupid. I'm stupid. This one. Yes. The pen is on multiplying layer, kinda. And I love the texture of it. It's like where is it? It's I think also like the normal pen or brush which will it makes everything darker and like you know what I mean? It looks good, kind of. Ideally do something again. But now I just color in. And Vera, I will talk in English for you or I will answer you in English. Let's say that. You can also put the layer on multiply. Yeah, true. Yes. How about normal, right? Normal. I didn't change it. It's like normal, I guess. Oh, that's better. So much better. Okay, again. Und nochmal. Yeah. Watercolor edge, let's see. Yes, that's better. And again, and again, and again. Oh, no more. Ja. Ich meine, nachher sieht man das eh nicht mehr mit dem Watercolor edge Ding. Auf den Herzlis. Aber. Having the save the color. Lighter. und ich fall halt immer wieder ins Englische zurückgesprochen. Aber ich kann euch auf Englisch antworten, falls ihr das wollt. Das ist die gleiche Farbe. Das ist die gleiche Farbe. Kann auch nicht die gleiche Farbe sein. Besser. Slow and steady. Alles mit you. Yeah.
blendend. Mit meinen Lieblingsfarben davon. Jo, geh, das ist aber nicht. Willst du das so haben? Weiß ich nicht. Oh. Nee. Will ich das so? Warte, hatte ich da nicht irgendwie so ein bescheuert Dingensi? Dingensi, Bumsi, was ist das? Dingenbumse, wo bist du? Nein. Too much. Love, I have to delete love. Lisa, too much. Too much. Something I found, habe ich am Freitag gefunden. Ich finde es nicht mehr. Was ist das? Ist es? Wow, wie ist es denn hier? Naja, dann ist es halt nicht drin. Scheiß drauf. Aber einmal durchgucken. Natürlich einmal durchgucken. Einmal muss man durchgucken, sonst ist das blöd. Das war Banana Motorola. Damn. Ups. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder, was es war. Factor! Nein. Too much stuff. Warum habe ich so viel Stoff? Das ist nicht okay. Dekoration. Klickt da immer wieder drauf, ne? Hardcore nervig. Ja, für die ganz weiß. Wirkt halt. Mann, ich mit einem Kauderwelsch gerade. Hin und her gerissen bin ich gerade. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Hui. Nein. Multiply? Ich denke gar nichts. Ach ja, sometimes, manchmal. Ist einfach nicht so einfach, was man haben möchte. Dann einfach mal so ein bisschen comic-mäßiger ausprobieren. Das war hier. Ich bin scheiß Fan. Nicht sicher. Ich mit. Nein.
alles wieder von hinten her. Ich muss das wieder alles lernen. Das nervt mich. Das nervt mich. Das ist zu hardcore, oder? Ja, der war zu hart. Ist irgendwas mit dem Bridge nicht eingestellt? Der blendet zu hart. Ist es zu hart? Ganz komisch blendet der. Warum blendet der so komisch? Hartness. Ein guter Blender wäre ganz geil. Was ist der schöne? Wie groß bist du denn? Ja, der ist schon besser. Der ist nicht so krass hart. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Advent. Ja, ne? Okay. Das erkennt man. Mädchen. Computer. Wir wissen jetzt nicht. Ach, du hast lange gebraucht. Okay. Nee, ich glaube nicht. Du musst schon ein bisschen unterschiedliche Farben haben. Rändern sind nur so schwierig einzustellen. Ja? Ja, 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 ja. Nein, das nicht. Das nicht. Das. Klicki, die klick, klick, klick. I'm just thinking. It's like. Because of the. Smallness later would be very control. I think this is better. And then just me thinking how to draw stuff better. Nee. Das ist besser. Nicht perfekt, aber besser. Because I have itchy skin right now, everywhere in the skin, in the face. That's why it's reddish, like darker than normal, and shiny as fuck. I'm shiny, and I need a little bit of lip gloss, and not lip gloss, a pillow. Because everything hurts. Alles hört. Alles tut weh. Das ist mein Reference Layer. Den passe ich nicht mehr an. Alles läuft hier gerade langsamer. Habe ich meine Eule irgendwo? Shitty. Shitty Koski, I need my Eule. Ich brauche mein Eulchen. Und du?
hatten eben meine Eule. Da. Weil ich ihre Farben brauche. I have to do this. So. Dunkleren. Machen wir die Schatten da dran. Lehrer. Ja. Haben geholt. Für die Eule. Das wird jetzt spannend. ja. Machen wir so. Machen wir das so? So? I hope so. Das ist so. I don't know. Until I'm my own. Wasser, nein, nein, nein. Ja, machen wir so. Kann ich da eigentlich auch einstellen, dass ich nur. Nee, kann ich nicht. Okay. On purpose. Give me a second. Pin. Where are you, Ben? Mark a Ben. Everything on purpose. Alles mit Grund. Momento, kann ich das nicht als genau. A little reminder. Staring owl. Ah, my eye. Alle juckt, I hate it. Ich mag das nicht. Ich zeichne erstmal auf und dann gucke ich, wie ich das am besten machen kann. Ich hätte auch vielleicht die helle Farbe nehmen sollen, nicht die dunkle, ne? Ich bin so klug manchmal. Ja, ja. Kuluk, K-L-U-K, das bin ich. Hm.
Ein normaler Pen. Cool. Ach, das ist ein Blur-Pen. Okay, ein Blur-Pen. Was ist das? Stinknormaler Pen! Stinknormaler Pen! Activated! Okay. Machen wir erstmal. Hier so. Linien hingemalt sind geil. Ja, so schön hin. Erstmal normale Farbe, Grundfarbe reingeschmiert. Ja. Das geht. Das geht. Weiß nur nicht, ob das so klein ist. Ach, nee. Sonst kommt das woanders hin. Ich brauche jetzt. Ja. Dann geht das. Blur ist mein Freund. Ja, mein Freund ist der Blur. Schatten machen wir gleich rein. Also später, am Ende. Mit dem Herz erst kommt Farbe, dann kommt Schatten. Dann sagt das Handy, du hättest eigentlich mal trinken sollen. Mein schwarzer Tee ist jetzt durchgezogen. Seit einer Stunde zieht mein Tee durch. Das ist super gut. Immer eine Freude, Tee durchzuziehen. Meine Eule. Die hat auf der Nase die Farbe. Aber nicht mehr hier, denn da ist eher. Ah, manchmal müssen wir gleich gucken, was da welche Farbe ich noch hinkomme. Kratze. Mach mal bitte die helle Farbe. Vielleicht mal ein bisschen weiter da. Vielleicht einfach mal ein bisschen weiter da. Sind nicht perfekt, aber groß. Dann die Farbe ist schon da. So ein ganz kleines Eckchen ist dann da. So. Ganz kleines Eckchen. Ja. Dann die hier. Eine Farbe. Hier ist man.
Fenster hier? Das ist nicht ein, da ist eine Linie nicht durchgezogen. Okay, cool. Auch so gut, gut zu wissen. Aber auch erst einmal zu spät.
Besser aus? Blendwerk. Lass uns blenden. Blendet! Nee, das ist nicht der Blend, den ich habe. Ich habe da gar nicht geblendet. Ich habe es ja gar nicht geblendet. Mehr geschmatscht, glaube ich. Maps! Le fuck! Nein, falsche Taste, komm wieder zu. Redu, das war Redu, warum merke ich mir Redu nicht bekommen? Ja, das war ja. Schlimmer. Lecker frei blind. Blöde Finger. Fingertief. Thank you.
kriegen das noch schön hin. Das ist nicht das Problem. Kriegen alles noch hübsch. Doppelklick, lasst es. So, wenn ich diese Farbe, diesen Layer umfärben würde auf diesen hellen hier. Mehr Sinn. Einfach mehr Sinn. Ich weiß gleich warum. So, jetzt nehmen wir nochmal die schöne pinke Farbe. Die Farbe. Und dann machen wir es mit einem richtig guten Stift. Wenn ich einen finde. Ein guter Pinsel. Mir einen guten Pinsel geben, mein Freund. Nein? Schade. Schade, schade, ich kriege keinen guten Pinsel. Ist jetzt einer dabei? Habe ich schon? Ja. Der ist doch besser. Es ist wirklich so kalt bei mir. Ich habe echt auch Handschuhe an und die Lusche war mir. Also meine Füße frieren ab. Und die kann ich nicht so warm einspacken. Ist es bei euch denn schön warm? Ich meine, ihr heizt ja immer gut mit dem Computer, hast du mal gesagt, ne? Jetzt einmal den hier auf Darken stellen. Auf irgendwas anderes stellen, damit ich den sehe. Da. Den Rand. Den Rand. Den brauche ich nicht. Ich habe doch meinen Rand hier. Das ist er. Ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn. Hab ihn. Es ist einfach schweinekalt. Und ich bin noch nicht bereit, die Heizung anzumachen. Nicht bei diesem Strom und nein, nicht Strom. Nicht bei diesen Wärmekosten. Hallo Schatz. Immer ist bei meinem Bein gerade und streift gerade rum. Ili, ich wollte dich noch was fragen. Wie weit bist du mit dem Bild? Du hast doch auch so ein Bild angefangen. Wie weit bist du denn da schon? Weiß, ich gucke nicht in die Kamera, wenn ich rede, aber ich zeige dir Gott. Ich zeige dir. Wo geht das ab? So lange ich lesen. Mal kurz was überprüfen. Hat sich das jetzt. Hat sich mein Bild geschoben? Nein. Auf meinem Bildschirm ist mein Bild komisch. Okay, cool. Danke. Alles ist verschoben. Sollte man mal endlich trinken, ne? Was? Sie trinken Tee? Nein, ich nicht. Ich nicht. Ich habe vergessen.
Aua, warum spannt denn alles? Au. Mag das nicht. Ich mag das nicht. Alles siebt gerade in meiner Haut. Das ist hardcore nervig. Aber ich weiß ja auch warum, aber trotzdem, aua. Blöde Hautcreme-Produkte. Und das Geile ist, wenn ich die Handschuhe anhabe, brauche ich jetzt nicht diesen Handschuh für den Bildschirm. Da gibt es ja extra so Zeichenhandschuhe. Home Reaction Handschuh-Dinger. Obwohl mein Tablet nicht darauf reagiert, aber dann wuschelt die Hand so schön. Also die Hand liegt regelrecht darüber. Über den Bildschirm zum Zeichnen. Und bleibt nicht hängen, wenn sie irgendwann schwitzig wird. Das ist das Geile an den Dinger. Ich muss jetzt gerade nur noch zufrieden mit dem Federkleid von meiner kleinen Eule werden. Naja, kann ja sehen, was das für ein schickes Malen. Also mit dem Herz bin ich schon recht zufrieden. Gleich mal gucken, wie sie aussieht. Inspektion! Ach Gott, wirklich das Bügel zwitschern. Das ist ein schönes Geräusch. Hört man im Moment nicht mehr so oft. Du warst auch faul in der letzten Zeit. Ich war auch sehr faul in der letzten Zeit. Aber ich muss mein Popo wieder hochreiben, damit ich wieder zeichne. Und ich habe jetzt endlich die Batches oder angefangen, Batches zu zeichnen. Ich muss noch überlegen, was ich für ein Batch für den neuen Monat mache. Was habe ich noch frei? Ich noch ein paar Batches frei und da dachte ich, ich kann ja mal ein bisschen überlegen. Und ja, ich denke mich gerade ein bisschen extra ab, damit ich nicht die ganze Zeit extrem fokussiert bin. Weil damit ich mehr fokussierte Zeit habe. Wisst ihr, was ich meine? So, weil meine ADHS mal wieder so macht. Muss ich mich mal kurz ablenken, was trinken. Wo ist das nochmal? Ich spreche auch viel an. Aber eine, also diese Abonnentenzeichen. Ich habe jetzt noch zwei frei und überlege, ob ich vielleicht ein Jahr, 1,5 Jahre und zwei doch noch austausche. Lustige ist, ich habe auch 1,5 und ich könnte schon ein 2-Jahres-Ding machen. Also wenn ich jetzt schreie und dann siehst du halt diesen kleinen Hundschweif. Einen goldenen Kringel da. Und ich selbst kann halt noch nicht. Kann ich folgen. Mir selber folgen. ja, Ja, aber ja. Ne, und dann habe ich jetzt endlich angefangen, dies zu machen. Das ist jetzt nicht so, noch nicht so perfekt geworden. Aber ich wollte halt nicht dieses Küken oder dieses Ei, das so eine Eule wird, sondern vielleicht kommt dann ein Ei und eine Eule im 9. Monat oder vielleicht eine kleine süße Eule in einem anderen Zeichen. Aber ich will auch immer noch Juna verewigen, deswegen haben wir auch Juna Coins da drüben oder da unten oder wo auch immer. Da irgendwo, ne? Da unten unterm Chat. Und halt Juna-Kringel. Ich nenne den jetzt aber Juna-Kringel. Der ist nicht. Und der einmonatige ist irgendwie ganz nicht. Ich glaube, ich muss bei der Chat-Identität einstellen, ne? Nicht einstellen. Abzeichen melden. Abzeichen verbergen. Nein. Ich will, dass man es sieht. Ja, zum Beispiel das. Und jetzt mache ich endlich ein Herz, ein Love. Weil ich habe ja noch das Love von Twitch. Das finde ich immer noch ziemlich geil. Ich finde das sehr schön geschrieben. Und das werde ich dann irgendwann. Wie das da? Das werde ich dann wahrscheinlich in diese Follower-Mode, also im Follower-Mode lassen. Und dann halt dieses Herzchen, dann gibt es dann bei den nicht Followern, sondern Subscribern oder so, was weiß ich. Und kann ich dann auch überall benutzen, weil ich süß. Ja, und ich bin scheiße müde. Deswegen trinke ich mal meinen Tee, der lange gezogen hat und kalt ist. Ich hoffe, der Tee macht nicht das Gegenteil jetzt, weil ich habe extra schwarzen Tee genommen, damit ich wacher werde.
Und wenn er zu lange zieht, glaube ich, ist das wieder negativ, ne? Ich glaube, der darf gar nicht so lange ziehen. Wegen den ganzen Stoffen da drin. Gar nicht. Du bist auch müde seit 3 Wochen. Oh, das Wetter, ne? Also, ich darf es nicht aufs Wetter schieben, dass ich so schlecht aufstehe, aber boah, das Wetter. Immer grau, immer dunkel, immer diesig, immer düster. Und jetzt habe ich gesehen, dass das Licht über mir und jetzt. Ja, also immer grau, immer diesig, immer doof. Und wir hatten einen Tag, wo ein bisschen, ein kleines Fenster, ein kleines Fenster an Wolken frei war und man konnte blau sehen. Ein Tag, mein ganz bisschen blau sehen konnte. Einen Tag. Ah! Ich werde halt älter. Nein, ich werde einfach nur depressiv. Ey, dunkel, ich mag nicht mehr aufstehen. Yes. Ich finde es geil, dass die Tasse durchsichtig ist, halbwegs. Warte. Oh, ich habe eine andere farbige Tasse. Oh, ich kann immer alle. Ich kann alle Farben einnehmen. Und theoretisch habe ich den Tee auch gemacht, damit mir wärmer wird. Und jetzt ist der lauwarm. Also eigentlich laukalt. Das ist nämlich nicht warm, sondern eher kalt. Ich hoffe, die Stoffe wirken trotzdem, dass es wacher wird. Warte, einmal. Ordentlich hinsetzt auf die Füße, damit die Füße gewärmt werden. Habt ihr gerade für eine Minisekunde einen Arsch gesehen? So. Aber angezogener Arsch. So. Bin ich auch durchsichtig? Ich bin auch durchsichtig. Das Blöde ist, wenn ich auf meinen Füßen sitze. Die werden schön muckelig warm, ich habe keine Probleme mehr mit, aber die schlafen ein. Oh, die schlafen ein und ich mag. Und ich glänze hardcore. Aber das liegt gerade an meiner Haut. Die glänzt auch wirklich so ohne. Und die ist nicht fertig oder so, die glänzt einfach. Weil die sich halt hält. Ja, Informationen, die man nicht braucht, aber ich informiere euch trotzdem. Oh, weißt du, was ich eingebaut habe? Ich will wissen, ob das funktioniert. So. Illy ist ja gerade da am Start, ne? So, Illy. Achtung. Ich habe einen Hall eingebaut. Hall! Hallo! Wir singen! Ich sing zwar nicht, aber wenn man, weiß nicht, hier Gesangsmodus anfordern, kann ich den einfach anmachen. Ja, Back to the work, bitch. Do what I have to do now. Yeah. Alles klar, alles klar. Ich hab den sogar noch mit Doppelhall. Für zum Beispiel, warte. Warte. Falls ich mal wieder Horrorspiele spielen muss. Jetzt hab ich ein Stück auf, scheiße. Hab ich den mit Doppelhall? Hall. Zum Beispiel. So. Zum Beispiel so. Kann ich ja machen für euch. Niemand anders hört das, nur ihr. Und ja, jetzt bin ich wieder abgelenkt gewesen. Jetzt bin ich aber wieder mit mehr Energie und habe mehr Wasser da backen. Weil ich mich auch ein bisschen bewegt habe. Also Millimeterbewegung. Richtig. Keine Ahnung. Ah! Hilfe! Jetzt muss ich ja mal kurz meine Hilfslinie ausmachen. Ich weiß nicht. Kann ich nicht, ich mache. Kann ich lieber so machen? Weil meine Eule hat doch. Die dreht ja auch. Die dreht ja auch. Also könnte man das so machen, dass da wie Arme und hier ist halt wieder komplett die Farbe. Dieses Reindingsen in die Federn ist falsch rum. Das müsste auf der anderen Seite sein. Ja, ist gut bei Waffen. Ist gut. Ich habe meinen 150. Tag in Warframe beim Einloggen endlich erreicht. Fehlen nur noch 250 mehr? 250, ne? Für 400 Tage. I'm not good at Kopfrechnung. Mach die Stiefel, wie ich sie bekomme.
Ja, ich glaube, das ist besser. Ja, das gefällt mir besser. Ja. Mama gefällt es besser. Mir gefällt es besser. Ich bin Mama von der Vogel. Ich bin die Vogel, Mama. Hier. So, machen wir das so. Dann sieht es ein bisschen aus, als ob der Bauch so hochgezogen wird. Ja, so, ne? Ja, das passt. Das passt doch schon. Machen wir das hier noch ein bisschen abgerundeter. So. Wie wenn ihr, wenn man mit dem Pulli halt so hochgeht. Ja, das gefällt mir schon. Die Augen habe ich ganz vergessen. Meine bescheuerten autofahrenden Menschen in meiner Stadt hupen wieder. Und haben saulaut Musik, dass ich die hier oben höre. Ich höre die oben. Achso, weil sie behindert sind. Die feiern irgendwas. Die hupen und machen Musik. Ich hasse diese Leute hier, ne? Ach, und davor hast du jetzt doch jetzt hat ja, sie hat Angst. Ja. Komm mal her. Ja. Oh, komm zu Mama. Doch. Doch. Komm. Oh. Juna hat nämlich mega Angst vor jedem Geräusch, theoretisch, das draußen ist. Und, hole ich sie lieber auf meinen Schoß. Anstatt dass sie wieder hinter meinen Computer geht oder so. So, ich hab den Hund hier. Jetzt wird gekuschelt und gemalt. Guck mal, wir werden immer kuscheliger. Es wird ein Kuschelstream. So, knarrt. Ich hasse diese Menschen. Wie kann man denn bei schalldichten Fenstern durchkommen? Ihr behinderten Deppen. Wisst euch doch einfach. Ja, sorry, ich bin halt eine mieslaunige Miesmuschel, aber ganz ehrlich, belästigt mit eurem Kram nicht die Leute, die vielleicht nichts damit zu tun haben wollen. Ja, ich bin eine alte Frau. Da bin ich sehr alt. Ah, oh, sind endlich weg. Mich nervt halt, weil dann Juna anfängt zu krakeelen. Wenn Juna anfängt zu krakeelen, heißt das, sie jault richtig laut. Und dann kommt mein blöder Nachbar von oben wieder und sagt, ich hole halt die Polizei, weil ihr Hund gejault hat. Weil sie leid, ne? Ja. Weil Ladi da oder so. Ja, ich stimme auch immer, ja. Da gebe ich Claudia aber recht. Ja, hat ja auch recht. Ganz ehrlich. Wenn da so Deppen sind, die meinen, Lärmbelästigung zu betreiben, nur weil sie gerade geheiratet haben oder so. Oder weil ihr Fußballverein gewonnen hat. Oder schieß mich tot. Ja, Juna leckt mich gerade ab. Hey, lass das. Das interessiert doch niemanden. Aber nein, sie müssen es ja mitteilen. Weil sonst hat... Jetzt reicht es aber. Weil sonst hat ja niemand irgendwie, keine Ahnung, die sind einfach dumm. Ich weiß nicht. Juna, hör auf abzulecken. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Es ist einfach dämlich. Was ist das, Mensch? Was ist das da? Welche Gefahr, wie ist denn da? Ja, ich bin halt eine Miesmuschel, das ist mir egal. Ich versuche mich gerade vor meinem Hund zu schützen, der mich ablecken möchte. Help! Mein Hund leckt mich ab. Aber ja, und ich mache mich halt auch sehr unbeliebt, wenn ich das sage, aber ich hasse es nur. Hasse es einfach. Ich verstehe auch nicht, warum diese Leute das machen müssen. Schön, du hast geheiratet.
Dann freu dich doch und lass uns in Ruhe. Mich interessiert nämlich nicht, ob du geheiratet hast. Was? Ich bin so eine sowas? Ja, warum sollte ich denn wissen? Wenn ich nicht mit dir verwandt oder befreundet bin, dann interessiert mich nicht, ob du geheiratet hast. You know what I mean, ne? Who cares? Und who cares, ob dein scheiß Verein gewonnen hat? Feiert doch alleine. Warum müsst ihr hupen? Ja, sorry. Nee. Hupen soll man nur, wenn eine Verkehrswidrigkeit passiert oder wenn Gefahr droht. Hab ich jetzt zum Beispiel in der Fahrschule gelernt. Nicht für begrüßen, Leute an der Straße anhalten sozusagen und sagen, hey, wie geht's denn so? Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, yo, was geht denn da? Nee, dafür ist das nicht da. Sorry. Errol meckert. Jetzt wird's nicht mehr entspannt. Errol ist am Meckern. Nein, ich muss meckern. Ich darf nicht meckern. Ich bin ein Meckerpups. Ich mecker so gerne. Das ist verbunden. Warum hast du dich verbogen? Merkt euch mal auf. Sorry. Ja. Da möchten wir ein Connect haben. Hat es jetzt connected? Ja. In meinem Original habe ich ja auch einen schwarzen Ring komplett drum, also wäre das auch schön, wenn hier so ein kompletter schwarzer Ring drum ist. Die ist nicht gleich. Ah, ich kann später einmal spiegeln, welche mir am besten dann gefällt. Und hört nicht auf mich. Help! My dog is licking me constantly. Help. Und dann fahren die halt auch wie behinderte Menschen hier, ne? Also richtig. Die rasen immer, die machen hier ganz viele Unfälle. Auch neues Thema. Illy! Rette mich aus meiner Meckerei! Ich kann halt auch nicht aufhören, das ist mein Problem. Ich kann nicht aufhören, über die Leute meckern. Das ist voll schlimm. Dass ich alle gemerged habe. Das ist eigentlich so lustig, wenn das andere so schön ist. Nein. Moment! Ili schreitet zur Tat. Das ist noch Themen. Ich darf aber auch nichts über nichts nachdenken. Ich glaube einfach, die Menschheit ist dumm. Ja, auch das ist mir auch so. Nein, das sieht so dörpig aus. Ja, es ist soweit. Ich hab das. Okay. Aber wenn ein Hund geknutscht hat? Muss ja auch mal sein, ne? Das ist voll wurschtelt. Was ist das hier für ein Kack? Ich meine, ich kann auch nicht perfekt gerade zeichnen. Das ist ja normal. Ich würde zwischendurch ab und an, Ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Ich bin nämlich gerade am überlegen, ob ich nicht Symmetrie anwende. Dass es dann symmetrisch wird. Machen wir einfach am Ende. Ich glaube, die Seite gefällt mir besser. Aber nur vom Gesicht. Ich glaube, ich muss nur das Gesicht spiegeln oder nur die Augen, weil das hier gefällt mir und das hier gefällt mir. Mir gefällt auch, dass die Arme so ein bisschen unsymmetrisch sind, weil das Gesicht ist halt immer wieder das Dumme, ne? Obwohl ich da diesen
die Weite. Obwohl ich da dieses kleine Eckchen cool finde. Müssen wir mal gucken. Kann man ja alles am Ende nochmal machen. Kann man am Ende. Mache ich das nicht jetzt. Ist auch das Ding, ich mal ja so schief und nicht gerade. Und dann oben ist halt, also wenn ich gerade ausgucke. Du hast recht. Mir gefällt die Seite. Warte, flipp. Ja. Ich mach's mit Rian. Was muss ja, glaube ich, auch so sein, weil wenn die eine Seite sich ein bisschen höher streckt, ne? Um das hier zu stützen, muss das, glaube ich, auch so sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das Herz sieht man ja, das ist auf jeden Fall nicht so ein bisschen, das ist auch Absicht. Und es streckt sich ganz leicht, das Bild. Als ich das Bild gesehen hatte, kam mir auch eine Idee, aber klar, der meint, ich schaue Anime, weil es so eine schüchterne Eule war und etwas schräg. Nicht mal ein Flügel im Mund und übers Herz breit. Oh, ist auch süß. Reicht mal, ich bin schon. Reicht mal, erzähl doch mal. Ja, das kann man so lassen. Ich meine, sie streckt sich ein bisschen mehr auf der einen Seite, weil das Herz ja ein bisschen unsymmetrisch ist. Und ganz kleinen Ticken. Und sie macht ja nicht so, sondern so. Ja, also es ist nicht gerade so, sondern so. Ganz minimal. Geht. Ich glaube, es geht. Ach ja. Kann man das überhaupt noch nicht machen? Oh mein Gott, wo stehst du? Das ist schon wieder so ein Scheiß hier, ne? Weil ich mit dem falschen Stift gemacht habe. Jetzt sitze ich halt auf meinem Stuhl im Schneidersitz. Und Juna liegt auf meinem Stuhl. Das ist ganz schön. Richtig gemütlich. Und da macht er immer die ganze Linie, obwohl ich die Linie will. Oh, mehr. Manchmal habe ich die. Es geht schon besser. Schon besser. Und was ich auch noch machen muss, ist. So. Hier nur randalieren. Randalieren muss ich hier. Nur ein bisschen. Das bleibt liegen. Also, ja, ich weiß. Nicht, wie man das macht, ne? Ja. Mein Name ist Juna, die Heule. Obwohl ich auf deinem Schoß sitzen darf, heule ich. Mama! Da. Juna, es ist aber Schluss. Es ist Schluss. Nein. Weiß draußen sind die dumm. Ich weiß, sind draußen dumm. Deswegen jankt die manchmal. Und sie wollte runter. Sie hat deswegen jankt und weil sie runter wollte. Sau! Du Sau! Du Sau! Du kleine Sau! Du kleine Sau! Njam! Njam!
hat gerade Fieber. Sorry. Da muss ich aber intervenieren, weil ich habe nicht viel. Kinder will nicht oft spielen. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin dumm. Oh mein Gott, I'm stupid. Ich habe auf der falschen Ebene gemalt. Die ganze Zeit habe ich auf der falschen Ebene gemalt. Nein, nein. Oh. Wenn man da nie aufpasst, ne, dann malt man einfach irgendwo hin. Du meinst, dass man auf der falschen Ebene malt oder dass der Hund plötzlich spielen möchte? So, meine Kleine. Don't do what I do sometimes. Just think and do what you do, what you wanna do. What I do, what I do, what I do, do, do. I don't know what I think. I don't know what I'm saying. What I'm saying. Der ist zu big. Mein Stift ist zu groß. Brush den Stein, ne, brush style. Ein winziges Bild. Hardcore winzig gerade. Mal ja gerade schon auf Pixel-Ebene. Das ist ein bisschen hart. Obwohl, ich mag es auch, Pixel-Ebenen zu zeichnen. Ich mag ja Pixel. Ich will nur gute Programme fürs Pixel haben. Das ist ja auch bekannt. Beides. Aus deinem Pinsel. was? Das haben wir nicht gesagt. Lüge. Gerne. Was mir aber einfallen könnte, ist das hier. Machen das ein ganz kleines Kleiner. Nee. Die sind schon so hart, ne? Nee. Sein, Mann. Und dünn, schmale, kleine Pinsel. Dünn, schmale, kleine Pinsel kochen. Und mein Frau einen dicken Bauch.
Er sollte eigentlich auch dünner werden, je leichter ich drücke, aber irgendwie sagt er sie so, I don't care. Komm in. I don't care what you do. Ja, so. Aber irgendwie ist es so. Muss ich gleich nochmal vielleicht einstellen. Meine Eule hat man schön Schatten. Pff. Und ich hab meine Haare. Und mein Handschuh. Ich stüpfe. Nee, das ist recht harter Schatten. Man kann ihn ein bisschen grüner machen. Hier sind Filigrane hier vielleicht. Oh, Scheiße. Ich hasse ihn. Und Peters. Uhudinger. Meine Uhudinger. Mhm. Und du wird meine Beine die ganze Zeit. Tell me why you're vibrating all the time. I don't know. Fine. Interesting.
Rücken, ne? Der tut so weh. Der sagt so, ich bin dein Rücken. Okay, Rücken. Ich hab's verstanden. Why? Jetzt hat das Herz ja noch nicht gekriegt. Ne? So, oh mein Gott, ich will das Herz. Scheiße, war das winzig. Why are you so winzig? Look, winzige Dick. Das ist doch nicht normal. Ja. Das tut es ja jetzt. Ah, okay. Abbrechen. Okay. Muss ich eine Sache machen? Das da? Nur das da. Und das da wird einmal rasch parierisiert. Warum wirst du das nicht was? Mich verarschen! Achso, warte. Ja, ne. Asterize. Warte, nicht mehr. Warte. Da muss man doch noch. Boah, Alter. Mein Programm hat gerade ein kleines Problem und ich weiß nicht, was es ist. Es leckt hardcore. Hardcore Lego Maro macht grad. Right. So. Und die eine Eule müssen wir einmal abschließen. Diese Eule, die rasterisieren wir jetzt. Geht der Schwachsinn hier? Du sollst nicht rotate, gale, mein Fass. So.
Normalerweise male ich die Emotes auf 800 mal 800. Je nachdem, wie das jetzt gleich aussieht. Und dann müssen die halt auf 112, 65. Oh, Iba! Look at this! Iba! What did I do? This looks so much better. This is more. But, intensiv speichern. Save as. What the fuck, Maus? This can also so eine Page Management. So copy. One of the canvas will be saved. Warte. Kann ich auch nur Page? Weil ich einfach drauf gemalt habe. Ich bin manchmal doof. Aber das ist okay, wir lernen ja nur so. Komplett verloren. Das ist es ja zum Beispiel zum Glück nicht. Und du solltest alle Seiten speichern, du Scheißkerl. Ach komm jetzt. Duplicate, replace. I want this. Hey, please. Look what I want. Schlafen ein, dann bin ich wieder kalt. Ah. Oh, warum bist du so langsam? Ich mach nix, sagt er. Okay. Welche Größe hast du eigentlich, Bild? Image Size ist... Was für eine verfickte Zeit. Ist... Nope. Sorry, no, that's not okay. Ich bin gerade bei Photoshop drin. Sieht. Ja. Und dann gucke ich mal, ob ich das einfach mal minimieren kann. Oh, warte, weil ich gucke einmal kurz. Was wir brauchen, und das ist bei Belohnung, Emote, welche Größen brauchen wir? Neues Hochladen, Standard-Emote, das sind... Leute, was? Ich kann das einfach hochladen. Okay, warte. Sekunde. Ich kann das einfach hochladen. Lustig. Okay. Okay, ich könnte das einfach... Echt jetzt? Und ne? Ich gebe dir noch die bessere Resolution von. Der richtigen Resolution. Hm.
Okay. Man kann es immer noch retten. Das ist ja nicht das Ding, dass es gut ist oder so. Save as. Not copy, not PSD. I want ENG. Das ist Emote. Poggies, hat Vera gesagt. Dann können wir es auch mal kurz Poggies nennen. Dann will ich ja mal was ausprobieren. Fehler. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Help, I did something again. Why didn't you save it correctly, you shitty, shitty, shitty? What the hell? Was ist denn jetzt? Was hab ich denn jetzt schon da? Wen geht da teil? Mich verarschen. Okay! Irgendwas ist falsch gelaufen. Aber jetzt haben wir es. Haben wir denn ein Heart? Haben wir ein Heart? Deutsch war Hort. Herd. Voll Herd. Jetzt hochgeladen. Ich habe es. Super. Einen Lernstart haben wir nämlich. Muss jetzt noch überprüft werden oder kann ich dich zuweisen? Zack. Okay, mal gucken. Darf ich? Mal, wir sehen es gleich. Habe ich das da? Let's see. Jetzt einfach hochladen. Bin es vor gewesen. Hui! Sieht das gut aus? Ja, ne? Was ist? Ja, ne? Okay, ne? Klar, in Mini sieht man nur das riesige Herz, aber das ist ja okay. Ja? Weißt du was? Und dann nächstes Mal, wenn wir zeichnen, könnten wir uns an Animation versuchen. Was? Ja, passen. Also erstmal an zwei Animationen an Hype-Dingern. Die wollen wir kurz zeigen hier. Ja. Das ist dieses eigentlich das, was ich statisch haben wollte, aber das kann man theoretisch auch nicht statisch machen. Das ist dann einfach so ein Happy Arrow Fichi. Ne? So ein Happy und dann Konfetti. Und bei dem, da würde die Eule tanzen. Und dann habe ich hier noch ein neues Schockding. So ein Fuck. Meine Umarmung ist nicht super, super gut geworden. Und ein Hai. Ein Hai. Oh. Ein Hai von oben. Dann kommen wir von oben und sagen Hai. Und hier vielleicht noch so ein cozy Ding. Ich muss nur alles gucken. Und dann habe ich noch ein Sobby. Ja. Weil ich denke, ich werde heute nicht einfach mal nicht 3-4 Stunden streamen. Oder 3. Weil es einfach ungewohnt ist. Und dann machen wir das so. Dann kann ich noch den Abend noch in Ruhe. Und Fliegen genießen. Ich glaube, wir gehen einfach mal zu lieben Lion. Denn unser lieber Moderator. Unser Moderator ist bei Lion gerade und spielt mit. Wenn ich das jetzt noch richtig gesehen habe. Und die zeichnet auch ganz gerne. Die spielt gerade Overwatch.
dann spielt ihr auch Valorant und richtig viel Variety, also alles. Guten Tag. Und dann könnt ihr einfach einen schönen, schönen dritten Advent wünschen noch. Was meint ihr? Machen wir, ne? Und dann kann ich zum Beispiel den neuen Emote spammen. Okay, Entschuldigung. Aber ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend noch und wir sehen uns Dienstag wieder zu Warframe. Und Donnerstag ist dann der letzte Streamtag vor meinem you know what I mean, vor meiner Urlaubszeit. Ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt Urlaub. Also vor Weihnachten, wo ich bei meinen Eltern bin, dann geht das. Ich check einmal gleich, ob ich alles habe. Ob ich alles richtig gemacht habe. Wo ist eigentlich das andere? Mit den Illustrationen. Ja, ich hab schon. Jetzt hat das die Originalkopie. Das wird dann schon. Mach das dann nochmal groß, mach das dann vielleicht nochmal schön. Ja, ich muss jetzt erstmal. Achso, das meinst du. Ich muss erstmal kurz. Ja. Und wir sehen uns dann am Dienstag. Ich denke gerade die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Grüß dich, die Laien, und habt viel Spaß bei Laien. Viel Spaß. Tschüss. Oh Gott. War eine kleine Diva rechts. Ja. Wasser, die Herde, Wasser, fuck. Die Herde. Was bin warum ich jetzt? Höre ich das doppelt? Bombe. Ah, deswegen. Hallo Eris, danke dir für deinen Raid. Wir spielen Overwatch. Ich hab grad den Typen zugesehen, der mich weil Arthur sich das gewünscht hat. Was gab's bei dir Schönes? Warte, ich muss nochmal was machen. S-O-F-E-R. Die war selbst in der Tod. Dutz, ich danke dir. Du hast gezeichnet. Oh, was gab's denn Schönes? Herzlich willkommen nice. An alle. Neun. Ey, da kommt so ein Gerät in unser Haus. Mach das weg. Ich schwöre, der Gerät kommt hier rein. Komm, das geht mir so auf die Eier, wenn man da mit drei Tanks rumeiert. Ja, dann macht das Gleiche. Oh, süß. Wie süß er das Herz hochhält. Ja, bin doch da. Tot, weil Tracer von hinten. Man kennt. Ja, Tracer muss man immer so ein bisschen predikten. Ja, ich. Didi, was gab's bei dir zu essen? Euch, dies, das, Jens. Ich kenne mich mit dem Game auch nicht aus. Ein, zwei Mal haben wir schon gewonnen, aber eigentlich auch oft verloren. Das hält sich die Waage. Aber das hier jetzt wird los. Eindeutig. Nö, das halten wir jetzt noch nicht. Oh, ich war gerade auf ihr Kopf und dann war das scheiße. Weggeboxt. Ich bin auch dezent überfordert, Eryl, aber Arthur hat es sich so sehr gewünscht. Da muss man ihn ja auch mal. Er hat es tatsächlich im Adventskalender gewonnen.
und hat es sich davor gewünscht. Also, es war ziemlich witzig. Denn ich habe einen Community-Kalender und da können die Leute dran teilnehmen. Und ja, da war Spielwahl. Du darfst ein Spiel auswählen, was ich mit dir spiele, und da hat Arthur Dings genommen. Overwatch. Ja. Da schiebt jemand schnell rauf. Den habe ich selber gestaltet. Und alles dies, das, jenes. Ja, ich weiß. Und da ich ja auch keinen Warframe mehr spiele. Komm, Leute, wieder von links. Hat der Arme schon gesagt, so, wann können wir mal wieder was zusammen spielen? Nicht weggehen, nicht weg. Ja, ich war probiert die ganze Zeit dran zu sein. Also ich bin nicht freiwillig weggegangen. Ja, ich wurde auch getötet. Hallo Hansi. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ach ja, das war so ein schöne Erfahrung mit 2-2. Ja, Hansi, aber komplette Katastrophe. Ich bin so überfordert. Ich gehe jetzt auch wieder zu Valorant. Ich kann schon verstehen, warum das Spiel so beliebt ist. Also, das ist halt extrem casual. Bisschen Timing lassen. Ich bin einfach zu schnell so reizüberflutet. Manchmal bin ich doch so schon überfordert. Und wenn man dann mir so ein Spiel in die Hand drückt, dann... wie soll ich das schaffen? Ja. Für mich war es genug, Valo, Alter. Armer Alex. Kein Bock mehr auf das Game. Ja, ich weiß sowieso, ich laufe jetzt gleich wieder in die nächste Dings rein. Ach, was? Ja. Ich würde sagen, also ich weiß nicht, wie viel besser Valo jetzt an der Stelle ist. Sehr viel besser. Ich glaube nicht. Da bin ich wenigstens halbwegs sinnvoll. Ich hätte viel Spaß mehr. Dankeschön. Sonntag einfach schrecklich. Also, wir können das echt ab und zu mal so 2-3 Gamechen machen, aber so, ey, Alter, 6 Stunden hintereinander. 6 Stunden. 6 Runden hintereinander ist schon. Ja. Na dann machen wir so einen festen Overwatch-Tag, wo wir so, was ich, 4 Runden spielen, dann... Immer sonntags und zur selben Zeit, oder was? Von mir aus? Oder immer dann, wenn alle Planeten gleich stehen. Ah ja, na klar. Ach so, Sharif. Definitiv. Aber auch nur eine volle. Natürlich. Doch nur während der Zeit, wo die auch voll da ist.